Im Hintergrund der alte Defender, im Vordergrund, das ist der 2022 Land Rover Defender. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist also der niegelnagelneue Land Rover Defender. Unverwechselbar moderner als das ältere Modell, was ich hier auf der rechten Seite noch dazugestellt habe. Der Land Rover Defender, was ist er denn? Von der Größe her ein SUV aus dem Segment der oberen Mittelklasse. Von der Heritage, also von dem Ursprung her, eher ein Geländewagen. Und somit würde ich dann auch die Mitbewerber eingruppieren. Sehe ich ganz klar vorne die Mercedes-Benz G-Klasse, den Toyota Land Cruiser und den Jeep Wrangler. Ja, und so sehr ich mir das auch wünsche, ich glaube nicht, dass er zu uns kommt. Der Ford Bronco wäre natürlich auch ein schöner Mitbewerber. Der Land Rover Defender als L363 wurde als Nachfolger des von 1948 bis 2016 gebauten Defenders im September 2019 in Frankfurt erstmals vorgestellt. Er wird in der Slowakei gebaut. Beim Euro NCAP Crashtest hat er im Jahre 2020 alle 5 Sterne bekommen. Land Rover bietet den Defender zu einem Basislisten Preis von 54.000 Euro an. Das hört sich überschaubar an. In der Kurzversion und da natürlich die Basisausstattung. In der langen Version kostet 2.900 Euro mehr in der Basis. Unser Testwagen hier hingegen, soweit ich ihn richtig konfigurieren konnte, es fehlt irgendwie die Sitzklimatisierung, der hat einen Listenpreis oder sollte einen Listenpreis haben von 109.000 Euro. Die Konfiguration habe ich auf unserer Homepage abgelegt. Den Link zur Homepage seht ihr oben eingeblendet oder auch unten im Video beschrieben. Beschreibungstext. Wenn ihr sagt, Mensch, ne, Heritage hin, Heritage her, das scheint ein richtig gutes SUV zu sein und den könnte ich mir sehr gut vorstellen als Auto und ihr wollt das Fahrzeug leasen, dann schaut auf jeden Fall mal oder klickt auf den ersten Link hier unter unserem Video. Das bringt euch zu unserem Partner leasingmarkt.de. Die sammeln immer die besten Leasing-Angebote aus dem Internet ein und kredenzen sie euch auf ihrer Seite. Müsst ihr einfach nur mal gucken, einen Händler finden, der ein gutes Angebot für euch hat, dann passt ihr die Parameter an und fragt unverbindlich und vor allen Dingen kostenlos an, dann kriegt er halt ein entsprechendes Leasingangebot zum Land Rover Defender bei leasingmarkt.de. Unter der Haube des 2022 Land Rover Defender 110D300 befindet sich ein 3 Liter Reihen 6-Zylinder Twin Turbo Diesel als Mildhybrid mit 48 Volt Bordnetz. Der Diesel hat 300 PS und hat ein maximales Drehmoment von 650 Newtonmeter, welches zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird mittels 8-Gang Automatikgetriebe. Der Testwagen hat permanenten Allradantrieb, organisiert von einem zweistufigen Verteilergetriebe und sperrbaren Mitteldifferential sowie optionale Aktiversperre für das Hinterachsdifferential. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 191 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 9,1 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 238 Gramm pro Kilometer. Vollgetankt mit 89 Litern Diesel kommt man im Idealfall 970 Kilometer weit. Optional kann man den Land Rover Defender auch noch mit 3 leistungsschwächeren Dieseln und 3 Benzinmotorisierungen bestellen. Land Rover bietet den Defender in 6 Ausstattungslinien an. Unsere Ausstattungslinie, das müsste eigentlich die X sein, passt nicht hundertprozentig, aber so in die Richtung geht es dann schon, so habe ich ihn zumindest konfiguriert. Und die X ist eine der höchsten Ausstattungslinien, eigentlich darüber gibt es nur noch den V8 als Ausstattungslinie in 2 Varianten. In der Basis kommt der Defender schon mit Voll-LED-Scheinwerfern. Wir haben hier bei unserem Fahrzeug aber die Matrix-LED-Scheinwerfer, also noch eine Klasse darüber. Und im unteren Bereich seht ihr auch noch die Nebelscheinwerfer in Aktion.
In der Basis steht der neue Defender auf 18 Zoll Stahlfelgen. Zu unserem Fahrzeug würden eigentlich optionale 22 Zoller gehören, so zumindest das Reserverad hinten an der Heckklappe. Sie haben uns hier das Auto aber auf 20 Zoll Alufelgen gegeben mit Winterreifen. Die Bodenfreiheit 218 mm, die Wartiefe 70 cm. Und die Wartiefe kann man hier auch stets überprüfen, weil die Kameras quasi das messen können, wie tief man im Wasser steht. Ziemlich abgefahren. Ja, den Defender gibt es in zwei Längen, wie den alten auch. Wobei den alten gab es sogar in dreien, meine ich. Doch ja, 90, 110, 130. Den neuen gibt es nur in 90 und 110. Diese Zahlen haben eigentlich den Radstand angegeben. Den Radstand in Zoll. Das passt beim neuen aber gar nicht mehr. Ne? Der neue wäre zumindest der lange hier, wäre kein 110, so wie er heißt, sondern ein 119, wenn man es richtig umrechnen würde. Ja, der kurze Defender ist 4,32 Meter lang. Unser, der lange, der 110er, ist 5,02 Meter lang. Und der alte 110er Defender, der ist 40 cm kürzer als dieses Schiff hier, was ich euch heute vorstelle. Die Farbe unseres Testwagens, nee, Aufbauform, können wir auch noch drüber reden. Es gibt nicht nur unterschiedliche Längen, sondern auch unterschiedliche Aufbauformen. Das ist quasi jetzt hier so der Limousinencharakter. Und dann gibt es noch eine Hardtop-Variante, wo dann hier im Prinzip der Rest geschlossen ist. Die Farbe unseres Testwagens heißt Gondwana Stone Metallic und ist eine von 8 Farben, für die ihr euch beim Bestellvorgang entscheiden könnt. So hört er sich an, der 3 Liter Reihensechszylinder Twin Turbo Diesel, den wir hier haben, übrigens auch von BMW, meine ich, ne? Genauso wie der Motor in meinem Range Rover. Ihr seht, ich spiele mit den Rückleuchten für euch rum. Einmal alle Funktionen gezeigt und da solltet ihr sehen, das ist natürlich alles auch LED-Technik. Vorne alles LED, hinten ebenso. Nicht wie beim klassischen, wo wir noch ganz viele Glühbirnchen hatten. Ja, mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich, auch wenn es keinen Sinn macht, selbst im tiefsten Winter hier bei minus 6 Grad die Fenster öffnen und schließen. Das Fahrzeug ist jetzt verriegelt, den Schlüssel stecke ich mir in die Tasche. Jetzt kann ich zwar hier ziehen, was ich will, es öffnet sich nichts, aber auf beiden Griffen haben wir im vorderen Bereich einen kleinen Knopf. Den kann ich drücken und somit das Fahrzeug entriegeln. Ich muss den Schlüssel also nicht aus der Tasche unbedingt nehmen, sondern es reicht, den Knopf zu drücken. Und wir haben hier sogar eine ganz klitzekleine Defender. Hallo, hier bin ich, Einstiegsleiste. Es ist natürlich nicht nur ein großes Auto mit einer hohen Sitzposition, sondern es geht auch ziemlich weit nach oben beim Einstieg. Ich finde es trotzdem ganz angenehm. Man kann sich hier so ein bisschen auf den Sitz schieben, aber auch sonst bequem einsteigen. Im Übrigen hier auch ein Haltegriff noch mit dabei. Herz, was willst du mehr? Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier von unserem Defender, wie ich denke, in der X-Ausstattungsvariante. So ganz klar ist es nicht, aber schaut einmal in die Konfiguration, könnt ihr so ein bisschen die Serienausstattung von den hier vorgestellten Features abgleichen. Ja, was soll ich machen? Am besten sofort mit dem Materialcheck anfangen. Erstmal hier der erste Bereich, auch das zieht sich hier komplett durch, ist mit so einer Art Neopren bezogen. Ne? Das ist ganz witzig. Hier außen der Haltegriff, das ist dann harter Kunststoff und das Armaturenbrett ist mit einem weichen Material bezogen. Hier natürlich einmal unterbrochen vom harten Kunststoff, ist klar. Dann geht es hier weiter. Das ist auch harter Kunststoff, aber hier schön eingeprägt das Defender-Logo. Hier im unteren Bereich dann rutschfest und das ist wieder dieser Neopren-ähnliches Material. So fühlt es sich zumindest an. Das Handschuhfach, das ist dann, ist das wirklich, ja, das ist harter Kunststoff und im Fußraum unten Teppich. Und das fühlt sich noch nicht mal richtig hart an. Ne? Das ist irgendwie ein weiches Material. Hier, das ist dann aber hart. Und hier wieder diese Neopren-ähnliche Geschichte. Harter Kunststoff. Und das ist auch nicht wirklich hart. Das ist ein weiches Material. Ja, das zeige ich euch aber hier auch nochmal. Einmal abgeschwenkt. Das Display hochglänzend schwarz eingefasst. Das ist diese Neopren-Geschichte. Und hier, das ist ein weicher Werkstoff tatsächlich. Ne? Zumindest die Umrandung.
Das ist dann natürlich wieder hart. Und auch hier so eine Mischung zwischen Rutschfest und hartem Kunststoff. Die Mittelarmlehne, die ist dann wieder mit diesem Neopren-ähnlichen Material bezogen. Die Sitze im Übrigen mit einer Mischung aus Stoff und Leder. Das Ganze ist auch perforiert. In den Türen oben auch wieder dieses Neopren-ähnliche. Hier jetzt einmal eine Leiste in Außenfarbe. Und das ist auch ein weicher Werkstoff, auch wenn er erstmal hart anmutet. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil es wirklich bitterlich kalt ist. Da wird ja weiches Kunststoff auch schnell mal hart. Das wieder Neopren ähnlich und unten die Türtasche, das ist dann harter Kunststoff. Die A-Säule, die ist mit Stoff bezogen, so auch der Himmel. Und hier spüre ich eine ganz, ganz leichte Unterschäumung. Ja, Land Rover hatte ja alle Möglichkeiten. Ne? Sie hätten ja jetzt sagen können, das ist ein Nutzfahrzeug. Ne? Wir machen hier alles mit hartem Kunststoff. Entspricht unserem üblichen Luxusanspruch, den wir ja haben, oder Premiumanspruch. Wir machen hier einfach nur feinste Materialien. Ich finde es passt unheimlich gut zu dieser Neuinterpretation des Defenders tatsächlich. Zweckmäßige Materialien, aber gerade hier dieses Neopren-ähnliche fühlt sich auch gut an. Ne? Hier gerade die Angstgriffe, wo man mal anfasst, und auch hier auf der Mittelarmlehne. Das schon haben sie nett gemacht. Ich finde es gut. Also finde ich wirklich gut. Ich weiß gar nicht, was ich anders sagen soll. Muss ich auch nichts anderes sagen. Ne? Gut, machen wir gleich weiter in Richtung Ergonomie. Hier ist der Startknopf, da starte ich das Auto. Dann erwachen die beiden Displays zu Leben. Wir haben hier ein Touchscreen, den ich hier bedienen kann. Ein Startbildschirm gibt es entsprechend. Darunter dann allerlei Schalterchen. Ne? Nee, erstmal Entschuldigung, im oberen Bereich müssen wir nicht anfangen. Finde ich wirklich unglücklich. Ne? Habe ich lange gesucht, den Warnblinkschalter. Dazwischen, links und rechts daneben, dann die Lüftungsdüsen, die ich hier so ein bisschen verstellen kann, mit dem Drehrad auch, um den Luftstrom zu regeln. Aber der ist einmal ziemlich weit weg, dann auch dafür ziemlich klein. Und man kann es zwar erkennen, das Warndreieck, aber ja, hätte ich mir irgendwie alles so ein bisschen größer. Dann wenigstens hier so ein Knubbel drauf. Ne? Links und rechts haben wir dann auch noch die Lüftungsdüsen. Auch hier kann ich frei verstellen und den Luftstrom per Rad drehregeln. Drehregeln, Jan. Mal der Schalthebel für die Automatik. Wenn ich dann in Drive bin, kann ich den auch rüberdrücken, um hier im Sportprogramm manuell zu schalten. Da ist der Knopf fürs Parkprogramm. Daneben haben wir jetzt allerlei Schalterchen. Lustig verpackt. Erstmal Klimatisierung. Ne? Kann ich hier drehen, um die beiden Klimazonen einzustellen. Das gehört auch noch dazu, das auch. Und auch der Knopf, wenn ich den drücke, dann ist das hier nämlich die Lüftung. Kann ich aber auch wieder deaktivieren, Auto. So, dann Frontscheibenheizung, Heckscheibenheizung, Lüftung. Hier kann ich dann noch den Luftstrom selbst einschalten. Das ist dann auch mit Unterstützung des Displays möglich. Haben wir den Bereich jetzt geklärt. Im Prinzip alles Klimatisierung. Ne? Jetzt drücke ich hier einmal drauf. Und wenn ich das getan habe, kommen hier die unterschiedlichen Fahrprogramme. Und jetzt kann ich hier entsprechend durchschalten. Könnte ich auch mit dem Finger einfach machen. Und individual kann ich im Übrigen auch selbst konfigurieren, Differentiale, Antriebsstrang, Lenkung, Traktionskontrolle. Das sind die Sachen, die ich hier anpassen kann, wenn ich denn möchte. Zudem kann ich hier auch noch mir diverse Infos holen, aber da gehen wir vielleicht gleich drauf ein. Also, ich kann jetzt hier jedenfalls die Programme durchschalten und drücke ich nochmal drauf, dann habe ich hier die Klimafunktion wieder. Eigentlich, wenn ich hier drauf drücken würde, dann müsste ich die Sitzklimatisierung auch einsteuern können. Aber aus irgendwelchen Gründen hat dieses Fahrzeug keine Sitzklimatisierung, müsste es aber eigentlich haben. Jetzt hier in dem Bereich dann nochmal Bergabfahrhilfe, Start-Stopp deaktivieren, ESC-Regeln und die Übersetzung kann ich hier noch in Low schalten, wenn ich möchte. Geländeübersetzung, dazu kann ich das Fahrzeug auch noch anheben bzw. absenken. Anheben ist klar für das Offroad-Programm und
absenken, dann entsprechend um ein- und auszusteigen. Und in der Regel kann man sich das auch so einstellen, dass das Fahrzeug automatisch sich absenkt, wenn man das Fahrzeug ausstellt. Ganz außen habe ich vergessen, haben wir noch einen Drehregler für die Lautstärke tatsächlich. Und das war es dann aber auch an Funktionen hier, die ich euch zeigen kann. Springen wir gleich weiter zum Lenkrad. Dieses hellgrün wird hier auch nochmal aufgegriffen am Lenkrad. Die Fender-Schriftzug. Die Fender sehen wir hier schon hin und wieder mal am Fahrzeug. Das Lenkrad ist beledert im Übrigen, auch ein schönes Leder. Und es handelt sich hier um ein Multifunktionslenkrad. Hier an der Seite kann ich das Lenkrad elektrisch verstellen. Und zwar natürlich nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe. Und das war jetzt im Schnelldurchlauf der komplette Radius, egal wie ich es mir einstelle, ich kann das Cockpit, das Digitale, immer noch gut ablesen. Die Lenkradbelegung hier auf der linken Seite, ein bisschen Infotainment-System. Und wenn ich hier drauf drücke, dann wird die Wippe im Prinzip das Bedienelement fürs virtuelle Cockpit. Auf der rechten Seite hingegen habe ich die Assistenzsysteme und auch eine Lenkradheizung. Die wärmt das Lenkrad richtig schön heiß auf. Also jetzt gerade bei den kalten Temperaturen war das sehr, sehr angenehm. Und hier halt die Steuerung vom Spurhalteassistenten und dem adaptiven Tempomat bzw. Speedlimiter. An der Lenksäule rechts dann der Scheibenwischerschalter für den Scheibenwischer vorne und den Scheibenwischer hinten. Auf der linken Seite haben wir dann klassisch Blinker, Lichthupe, Fernlicht. Ich kann das Licht hier auch selbstständig schalten, wenn ich nicht im Autofahrprogramm unterwegs sein will. Und hier über diesen Taster kann ich dann den Bordcomputer steuern. Links neben dem Lenkrad habe ich dann hier die elektrische Feststellbremse. In der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren und gleichzeitig auch die Kindersicherung der Türen aktivieren. Dann habe ich hier die Spiegelverstellung und ich kann die Sitzspiegel-Lenkradkonfiguration hier dreifach abspeichern. Dazu im vorderen Bereich vor dem Türöffner dann die Wippe der Zentralverriegelung. Wenn ich die beiden Knöpfe der Spiegelverstellung gleichzeitig drücke, dann klappen die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß. Zwischen meinem Kopf und den Himmel passt mehr als eine aufgestellte Faust. Auch wenn ich mich hier irgendwie bewege, habe ich überhaupt keine Hindernisse. Ich habe also wahnsinnig viel Kopffreiheit. Ich habe auch zur Seite richtig viel Platz. Das ist ja fast amerikanische Verhältnisse hier. Da kann man sich die Mittelarmlehne auf jeden Fall zu zweit teilen. Über 30 cm zwischen den beiden Sitzlehnen. Das ist schon eine ganze Menge. Auch der Blick nach vorne, das Armaturenbrett oder die Fensterscheibe ist gefühlt ganz weit hinten. Riesiges Armaturenbrett, gerade für so einen Geländewagen, finde ich auch sehr bezeichnend. Und durch diesen durchgehenden Griff kriegt das Auto auch noch mal so ein richtig riesen Raumgefühl. Also erzeugt so ein riesen Raumgefühl. Das Dach ist ja auch noch mal hell abgesetzt. Somit öffnet sich das nach oben auch. Ich verstehe gar nicht, warum sie die A-Säulen nicht auch noch hell abgesetzt haben. Ja, weil es einfach so gedacht ist, ne? Sehe ich gerade. Also das Auto ist riesengroß und wirkt aber auch genauso riesengroß. Ne? Also es ist nicht so kleine, enge Verhältnis. Ihr wisst, im alten Defender saß man ja immer hier mit so einem angewinkelten Arm quasi. Das ist hier überhaupt nicht. Hier hast du wirklich Platz satt. Und das ist auch sehr angenehm so. Die Sitze, die sind durchaus angenehm, bequem. Fast so ein bisschen Sesselcharakter. Elektrisch verstellbar, vor und zurück kann ich den Sitz fahren. Im Ganzen heben und senken, dazu vorne ankippen quasi. Die Lehne verstellen, auch das geht natürlich. Und ich habe auch eine Lordosestütze, die ich in alle vier Richtungen bewegen kann. Was tatsächlich fehlt, und ich weiß nicht warum, und ich habe es auch wirklich bitterlich vermisst, ist Sitzheizung bzw. Sitzklimatisierung, die eigentlich in diesem Fahrzeug mit dabei sein müsste. Denn jetzt gerade bei den minus 6 Grad heute Morgen, da war das Leder schon richtig knackekalt. Und es hat auch ein ganzes Weilchen gedauert, bis ich hier mich warm gesessen hatte. Und das, obwohl ich Thermo-Unterwäsche trage heute. Ja. Boah. Dann stelle ich das Auto einmal aus. Das ist hier die Sequenz, wie das Ganze sich beendet.
Und irgendwann wird es dann auch entsprechend schwarz. Ich starte das Fahrzeug jetzt einfach nochmal. Dann baut sich hier alles auf, entsprechend mit der Lichtorgel. Es gibt hier unterschiedliche Konfigurationen. Ich fange mal mit dem Standard an. Da haben wir in dem virtuellen Display einen Tachometer mit der eingelassenen digitalen Geschwindigkeit in groß zum einfachen Ablesen und der Geschwindigkeitsanzeige. Dazu hier die Tankuhr, minus 4 Grad sind es noch, Frostgefahr im oberen Bereich, wir sind im Autolichtprogramm, 12.33 Uhr ist es aktuell, hier ist der Drehzahlmesser, wir sind im Parkprogramm, ne? Das wäre Drive oder wenn ich im Sport bin, dann kann ich hier auch die Gänge sehen und könnte jetzt hier auch noch mal in den Bereich Eco zum Beispiel wechseln, dann wird mir das hier auch noch mal angezeigt im Drehzahlmesserbereich. In der Mitte dann lasse ich mir jetzt hier permanent die Fahrdaten anzeigen. Oben 13.500 ist die Gesamtlaufleistung, 208 Kilometer komme ich noch mit der mit dem Tankinhalt. Und da, das ist dann auch der Bordcomputer, kann ich durchschalten. Datum, Tripzähler, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Das müsste ich mir also hier nicht unbedingt großflächig anzeigen lassen. Ich jetzt hier einmal drücke, dann kann ich über diese Wippe das Menü steuern. Unter anderem kann ich hier das Layout auch beeinflussen. Ich kann sagen, ich hätte gerne ein Rundinstrument, dann sieht das so aus. Oder die Karte als Vollbild, Medien oder Fahrassistenz, darauf der Fokus. Das sind also die unterschiedlichen Designs quasi, die man sich hier anzeigen lassen kann. Ich war statisch unterwegs halt, ne? Und das Infodisplay, da kann man sich halt auch noch, also das ist der Mittelteil, was da entsprechend angezeigt werden soll, kann man sich hier auch entsprechend noch einstellen. Schade finde ich hier, dass man da nicht nochmal die digitale Geschwindigkeit sich groß reinholen kann. Und dann kann man hier noch durchschalten in die weiteren Bereiche. Ja, sind wir auch schon durch, ne? Genau. Und wieder einmal nach oben klicken und dann ist das Ganze verschwunden. Ja, der Rundumblick, die B-Säule, die ist schon ziemlich breit und dahinter dann auch noch der Griff. Trotzdem kann ich dran vorbeisehen, hat mich also hier nicht gestört. Auch die A-Säulen, alles andere als zierlich. Aber dadurch, dass man so hoch sitzt und das vielleicht auch mal, man sitzt hier richtig hoch, ne? Also das ist schon gutes Sitzgefühl, ne, wenn man sowas mag. Da sitzt ihr, B-Säule, C-Säule und dann wird das Ganze so ein bisschen unübersichtlich. Hinten raus sieht man eh nicht viel durch das Reserverad. Jetzt sind die Kopfstützen auch noch ausgefahren, das macht das Ganze nicht besser. Diese Lichtluken sind charmant, weil da haben sie halt Elemente vom alten Defender aufgegriffen. Der alte lässt aber durchaus noch mehr Licht rein. Und somit, ich finde alles hier so ab der C-Säule ist schon totwinkelmäßig da. Ne? Also da musst du schon vorher ordentlich in den Außenspiegel gucken, damit du da hinten niemand übersiehst. Die Spiegelfläche aber richtig schön groß, sehr angenehm. Auch jetzt, wenn man mal zurücksetzt und das Rad noch sehen will, das funktioniert hervorragend. Praktisch, quadratisch, vielleicht nicht gerade sexy die Spiegelfläche, muss sie hier auch gar nicht sein. Hauptsache, man sieht genug. Ja, mit einem Blick in den Innenspiegel erfasst man auch die komplette Heckscheibe. Allerdings, da sagte ich ja schon, bei ausgefahrenen Kopfstützen ist es noch schlimmer, aber auch durch das Reserverad, man sieht nicht so wirklich viel nach hinten. Dafür hier, it's magic, ne? Kann ich einmal drücken und dann habe ich den digitalen Rückspiegel. Es ist immer gewöhnungsbedürftig, finde ich, die digitalen Spiegel, weil man halt, wenn man jetzt mit dem Kopf sich bewegt, den Blickwinkel halt nicht verändern kann. Ne? Ist klar, so geht das, seht ihr selber. Und wenn ich das dann in digital stelle, geht es halt nicht mehr. Dafür sieht man hier eine ganze Menge. Und das ist im Übrigen dann nicht die Rückfahrkamera, die das erledigt, sondern hier oben in der Flosse haben sie auch noch eine Kamera untergebracht. Die sorgt für das entsprechende Bild. Zum Rangieren wird es noch funkiger. Da haben wir hier nämlich eine Rückfahrkamera bzw. eine 360-Grad-Kamera. Und da kann ich mir die Kameraperspektive hier auch aussuchen, beziehungsweise ins große Bild holen. Und da sieht man sehr schön, ne, wo man gerade hinfährt. Und hier jetzt mal klick da drauf, dann kann man auch so lustige Überflüge machen. Kann sich hier
bestimmte Ansichten halt immer groß ziehen, je nachdem, wie man das möchte. Die Linien zeigen halt auch an, wo ich hinfahre, sind somit auch eine gute Unterstützung. Dann habe ich hier diesen Geländemodus auch nochmal. Da sieht man halt auch nochmal, was hier passieren kann. Und wenn ich den jetzt im Vorwärtsgang nutze, den Geländemodus, dann kann ich noch was Lustiges machen. Drücke ich hier drauf und dann sehe ich quasi die Vorderräder noch mal genau. Und das ist natürlich immer dann interessant, wenn man jetzt hier auf irgendwelche Rampen drauf fahren möchte oder ähnliche Geschichten, kann man das halt nutzen, oder wenn man nicht vom Weg abkommen möchte, einen sehr schmalen Weg hat, dann hat man hier quasi eine transparente Motorhaube, it's magic, und kann die entsprechend nutzen. Das finde ich schon ganz pfiffig, ne? Ganz nett gemacht. Ja, und die 360-Grad-Kamera, die hilft natürlich auch und unterstützt sehr angenehm bei diesem großen Auto beim Parken entsprechend. Ich sollte euch jetzt hier alles gezeigt haben, was relevant ist. Habe ich auch, meine ich. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Hupe. Wie hört sich die Hupe hier an einem neuen Defender? Kann man machen. So, weiter geht's mit dem Innenraum, und der bietet auch hier allerlei Ablagemöglichkeiten, die möchte ich euch gerne einmal zeigen. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen, und wie immer habe ich meine beiden Musterflaschen dabei. Neu ist, dass die hier gar nicht halten. Y-Food ist mein Partner, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal ausprobieren. Sie nennen es ausgewogene Trinkmahlzeit, Nutri-Score A hat es bekommen. Jede Menge Mineralstoffe und Vitamine sind mit an Bord. Ich finde es interessant, denn 500 Milliliter hier haben 500 Kalorien und machen mich 4 Stunden lang satt. Gerade wenn man unterwegs ist, ist das eigentlich eine ganz feine Sache. Oder hier auch am Bilster Berg, wenn ich drehe und mir nichts zu essen mitgenommen habe. Gibt es auch in einem kleineren Gebinde, 330 Milliliter, hier Cold Brew Coffee. Das ist Vanille als vegane Geschichte. Es gibt diverse vegane Geschmacksrichtungen oder halt auch nicht vegane. Ich habe die Flaschen immer dabei, damit ihr schön vergleichen könnt. Den halben Liter nehme ich jetzt und stelle den hier mal rein, und bums fällt er um. Da ist zwar irgendwie was gedacht, dass da was halten soll, hält aber nicht. Dafür kann ich die hier reinstellen, aber eigentlich kippt sie dann auch nur um. Somit hier als Getränkehalter eher ungeeignet. Die Griffschale, da kann ich auch nichts ablegen, weil das würde hier rausfallen. Bei geöffneter Tür kann man hier nochmal schön sehen, da ist der Haltegriff, und da gibt es auch gleich eine kleine Ablage mit einer rutschfesten Matte drin. Und diese Ablage gibt es auch auf der anderen Seite vom Armaturenbrett. Und die zieht sich dann hier auch komplett lang für den Beifahrer. Und sogar hinter dem Display ist dann noch eine Ablagemöglichkeit. Eigentlich ganz gut, weil es vor Blücken geschützt ist. Dann gibt es hier einen USB-Stromanschluss zum Laden. Und die gibt es auch hier unterhalb der, dem Gangwahlhebel, USB-C und USB-Normal. Und dazu auch hier nochmal ein 12-Volt-Anschluss. Dann geht's da tief hinein. Mal gucken, wie ich das am besten filme. Genau so. Also ich habe hier ein großes Fach mit einer rutschfesten Matte. Ihr seht, gibt es auch eine kleine Reling quasi. Nee, wie heißt denn das? Also ihr könnt auch nicht Sachen einfach rausrutschen, weil es hier eine kleine Wand gibt. Und es geht hier noch weiter, ne? Hier ein zweites Fach dahinter. Und ja, da hört das Ganze dann erst auf. Also man hat hier eine ganze Menge Möglichkeiten. Und nochmal von der Top-Ansicht, ich kann es sowohl von der Seite aus nutzen, als auch von oben reingreifen. Das ist schon praktisch. Dann gibt es hier zwei Getränkehalter, jeweils so mit 3 Luftblasen als Abstandshalter. Eigentlich ist das hier wohl auch noch einer. Wenn ich jetzt meine beiden Musterflaschen nehme, der halbe Liter und 0,33, werden hier beide gut gehalten. Ja, die kleine Flasche nicht so von den Luftblasen. Und ich merke jetzt hier, wenn ich die große Flasche links rein drücke, dann hat sie noch besseren Halt. Dafür die kleine hier gar nicht mehr. Die beiden sind also auch noch unterschiedlich groß. Die kleine könnte ich jetzt wahrscheinlich, ne, hier irgendwo noch zwischendrücken, wenn ich denn wollte. Dahinter auch noch mal ein Fach, ein rutschfestes Fach. Und dahinter dann geht es noch mal tief hinein. Um das mal zu zeigen, wie groß das auch ist, lege ich nochmal beide Flaschen hier hinein. Also nochmal ein richtig großes Fach. Und das hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt, ne? Wie groß diese Armlehne auch wirklich ist. Ja, hier oben, das hatte ich eben auch schon mal gezeigt, aber auch das bietet eine ganze Menge Platz. Die Flaschen passen auf jeden Fall rein. Und jetzt hier nochmal das Handschuhfach. Das ist dann tatsächlich ein bisschen kleiner geworden oder ausgefallen. Da passt also wirklich nicht viel mehr rein als das bisschen Bordmaterial.
Ne, das wäre dann schon zu viel. Handschuhfach, also wirklich klein, dafür auf Wunsch auch abschließbar. In der Dachkonsole haben wir noch ein Brillenfach, das ist so mit Moosgummi ausgekleidet. Und hier haben wir die Service-Taste und die SOS-Taste. Dazu hier Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und in der Mitte auch noch eine Leuchte. Wenn ich die Tür öffne, ist die mittlere Leuchte die Einstiegsbeleuchtung. Haltegriffe gibt es übrigens an allen vier Türen und wir haben nicht nur hier die Sonnenblende, sondern die gibt es auch noch, so als Ergänzung dazu. Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Dann gibt es hier einen Make-up-Spiegel, der von einer Seite mit einer LED beleuchtet ist. Daneben ein Clip, ne, dass ich da irgendwelche Tickets oder Rettungskarten entsprechend festklemmen kann. Das Ganze kann ich zur Seite drehen, aber nicht nach hinten ausziehen, sodass hier von der Seite aus die Sonne noch einfallen kann. Ja, und somit habe ich euch die ganzen Ablagen hier vorne auch gezeigt. Gerade im Mittelbereich hat man natürlich massiv viel Platz. Schade finde ich, dass man in den Türtaschen, dass man die nicht nutzen kann, um da wirklich eine Flasche irgendwie abzustellen. Aber Gott, das ist halt so, ne? Hast du eh nicht im Gelände, sagen die wahrscheinlich. Ja, aber sonst schon eine ganze Menge Platz bietet das Auto auf jeden Fall. Gucken wir nochmal aufs Infotainment-System. Das möchte ich euch zumindest rudimentär mal zeigen. Ganz lustig, ich hatte zweimal, während ich das Auto hatte, und ich bin es gar nicht so viel fahren oder konnte es nicht so viel fahren, wegen den Feiertagen, weil ich auch krank war, zweimal hatte ich Updates over the air. Beim ersten Mal irgendwie angestellt, mir nichts dabei gedacht, dann konnte ich gar nicht wegfahren, ne, weil das hier am Installieren war. Das zweite Mal, da war es, glaube ich, nur das Infotainment-System, da hatte er mir gesagt, es dauert 40 Minuten. Da muss man also ein bisschen drauf achten, aber schön, das ist funktioniert. Ne? So sieht der Home-Bildschirm aus, das kann ich mir aber auch konfigurieren. Ich könnte auch sagen, er soll mit der Kachelansicht der ganzen Funktionen hier anfangen. Das wäre diese Ansicht. Er hat allerdings einen kleinen Nachteil. Ihr seht hier nämlich keinen Punkt Radio oder Medien. Den erwischt man dann tatsächlich nur über diese Ansicht. Und hier kann ich diese unterschiedlichen Kacheln mir auch zurecht konfigurieren, wie ich das eben haben möchte. Man sieht stets die Uhrzeit und die Connectivity des Autos bzw. des angeschlossenen Telefons und hat hier stets die Möglichkeit auch zu konfigurieren. Die Startseite, das hatte ich ja eben gesagt, kann man hier abkacheln oder Symbole und das Layout auch entsprechend anpassen. Hier ist dreistufig das Meridian Sound System zu beeinflussen. Fader habe ich halt auch noch und dann gibt es hier nochmal alle Einstellungen. Guck, da ist ja die Softwareaktualisierung. 20. Dezember habe ich das gemacht, ne? Ja. Und kann mir hier alles Mögliche konfigurieren und einstellen. Ja, den Bereich Telefon lassen wir mal außen vor. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, in den Bereich Medien hineinzuspringen. Ich höre jetzt gerade Radio Bob, ne? Das habe ich mir hier auch schon abgelegt. Kann jetzt natürlich wählen zwischen DAB, FM, AM, TuneIn, also Internet. Könnt hier auch noch weitere Dienste an den Start bringen. Ja, geht aber nicht. Und Geräte noch hinzufügen. Dazu habe ich die Möglichkeit, mir Favoriten zu setzen. Könnt jetzt also sagen, hier auch das. Nee, das sind sogar meine Favoriten. Ne? Die haben bloß so viele Favoriten halt hier entsprechend eingestellt. Und das ist die Ansicht, wo ich dann noch sehe, was gerade aktuell gespielt wird hier. Das sind alle Sender, die gefunden worden sind. Und dann kann ich hier immer sagen, okay, Sternchen gesetzt, dann erscheint es halt auch entsprechend in den Favoriten. Soweit so gut zu den Medien. Dann gehen wir in die Navigation rein oder jetzt vielleicht auch noch mal über die Home-Taste. Navigation, ihr seht, hier gibt es immer noch so Kurzsprungziele quasi, ne? Hier in diesen Hauptdingern. Aber wir springen mal einfach rein in den Bereich in Navigation. Hier könnte ich auch Adressen festsetzen. Ich möchte aber in die Suche gehen und sagen, ich möchte immer in die Wertherstraße mit der Hausnummer 42 in Bielefeld. Ne? Kann ich einfach eingeben und sagen, okay, dann fängt er jetzt erst an zu suchen. Sagt, ich habe ein Ziel gefunden. Das zeigt er mir auch an. Jawohl. Und kann hier direkt Start sagen. Ne? Wahrscheinlich gab es noch Routen, die ich hätte überspringen können.
Ja, und dann hat er die Route, sagt mir hier, 82 Kilometer sind es, um 14 Uhr wäre ich zu Hause. Und jetzt kann ich hier noch wählen zwischen 2D, 2D Nord ausgerichtet. Die ganze Route kann ich mir anzeigen lassen, die er hier rausgesucht hat. Und entsprechend einer 3D-Ansicht. Wenn ich das Ganze beenden möchte, gibt es hier einen dicken roten Endeknopf und dann sind wir wieder am Anfang. Gibt auch eine Spracherkennung. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Wertherstraße 42. Ja. Und wenn ich das per Voice-Command mache, dann übernimmt er das auch sofort und schickt mich los. Sehr gut. Beende ich das auch mal wieder, gehe nochmal hier in die Kachelansicht und gucke. Navigation, Konten ist klar, Klima hatte ich euch schon gezeigt, Kameras hatte ich euch schon gezeigt. Valid-Modus ist auch klar, da werden dann, also kann man das Auto in den Valid-Modus versetzen und alle privaten Daten des Systems werden maskiert. Dann haben wir hier Eco-Daten, eine Fahrstilanalyse, Energieverbrauch, Eco-Tipps und ein Protokoll. Ich bin hier also das Auto tatsächlich fast mit 7,5 Litern, ne? Irgendwie 8 Litern wahrscheinlich gefahren. Man kann schon mal sagen, hast du gut gemacht, Jan. Ne? Dann 4x4, auch das ist spannend. Gibt es einen eigenen Screen halt hier mit den ganzen Gefällen und Neigungen und wie hoch ich bin und in welche Richtung ich fahre und wie der Allradstrang gerade funktioniert. Da habe ich auch das Weight Sensing, wo also die Spiegel messen, wie tief ich hier fahren kann im Wasser. Und kann dann noch den Terrain-Modus quasi konfigurieren. Das lassen wir mal. Eine Anfahrhilfe kann ich nutzen, wenn ich möchte. Das ist halt auch interessant bei schlechtem Wege. Das ist auch nochmal ganz interessant. Fahrzeugabmessungen werden hier auf Wunsch nochmal eingeblendet. Ne? Brauche ich also gar nicht irgendwie einen Fahrzeugschein gucken, sondern hier habe ich alles dabei, was vielleicht notwendig wäre. Sprachsteuerung brauchen wir nicht, Telefon, Medien, ach doch, hier sind ja Medien, ich bin ein Hunk. Konto verbinden und eine Wetteransicht gibt es auch noch. Ja, unser Testwagen kommt hier mit dem Meridian Premium Soundsystem, hört sich gut an. Punkt, hört sich wirklich gut an. Also auch wenn man es laut macht. Vielleicht ein bisschen zu viel DSP, künstlicher Sound, aber hört sich trotzdem gut an. Ich mochte das. Ja, wer schon mal im alten Defender hinten mitgefahren ist, der wird das Platzangebot kennen. Ich zeige euch jetzt hier das feudale Platzangebot auf der Rücksitzbank im neuen Defender. Hinten steige ich ja immer noch ein bisschen höher ein als vorne. Auch hier hätte ich einen Haltegriff, um entsprechend nachzuhelfen oder mich hochzuziehen. Ich finde den Einstieg aber wirklich auch von der Höhe her auch hinten sehr bequem. Ja, so sieht's aus, wenn ich auf der Rücksitzbank Platz genommen habe. Ich sitze hier wirklich sehr bequem. So viel kann ich schon mal sagen. Ich habe wahnsinnig viel Platz. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich habe hier diese klobigen Winterschuhe an. Die kann ich trotzdem noch ein ganzes Stückchen unter den Fahrersitz schieben. Muss ich aber eigentlich gar nicht, weil ich so schon richtig bequem sitze. Ja, ist halt so. Ne? Fühlt sich wirklich gut an. Kopfstütze, kann ich die noch ausziehen? Ich könnte sie runterklappen, aber das will ich gar nicht. Nein, ich habe genug Kopffreiheit. Auch wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, ich stoße hier nirgends an. Ich habe hier einfach richtig viel Platz und das ist sehr angenehm. Ja, schauen wir hier auch mal auf die Ausstattung. Ein ganz klitzekleines Fach, aber immerhin. Meine beiden Flaschen würde ich hier unterkriegen. Und der halbe Liter, hier steht er tatsächlich. Ne? Hier steht er drin. Dazu hier leuchtet auch noch mal, ist auch ganz schön, ein Assistent. Wenn ich jetzt aussteigen will, der würde mich warnen, wenn der Verkehr kommt. Und der Knopf für die elektrischen Fensterheber, der ist übrigens hier. Die fahre ich dann auch einmal runter. Da seht ihr, die Fenster sind getönt, versenken sich nicht vollständig. Ein bisschen was bleibt stehen, aber das ist wirklich marginal. Hier auch schön dieser dicke, fette Haltegriff, den man im Übrigen auch als Kleiderhaken nutzen kann. Ne? Wir haben natürlich auch den klassischen Haltegriff. Auch da ist ein Kleiderhaken. Und hier oben, das ist die Einstiegsbeleuchtung, gleichzeitig aber auch die Leseleuchte. An der Rückseite, der im Übrigen hart verschalten Vordersitze, gibt es so ein Dokumentenfach. Aber hier auch die Möglichkeit, eine Halterung einzustecken.
und ein USB-Anschluss, 5 Volt. Strom gibt es hier hinten wirklich genug, denn hier nochmal zweimal USB-C und jeweils links und rechts auch noch 12 Volt Anschlüsse. Dazu habe ich hier meine eigene Klimazone, wenn sie denn nicht von vorne gesperrt worden wäre, und auch zwei eigene Luftausströmer, die ich hier frei verstellen kann. Den Luftstrom kann ich auch hier hinten über Drehregler regeln. Dazu gibt es eine Mittelarmlehne, auch hier wieder zwei Getränkehalter inkludiert, so mit Luftblasen. Ich versuche mal hier wieder meine Flaschen reinzubringen. Der halbe Liter passt super. Die kleine Flasche kippelt aber nicht raus. Passt das anders besser? Nee, das ist beides die gleiche Größe. Natürlich kann ich die Mittelarmlehne auch als solche nutzen und mir die hier ganz bequem teilen, denn die ist genauso breit wie die vorne. Ich könnte übrigens auch hier das ganze Teil umklappen, wenn ich denn eine Durchlade brauche oder mal eben was aus dem Kofferraum greifen möchte. Ja, dazu, ich sitze ja hier sehr bequem, das sagte ich, habe ein Stückchen von dem Stoffbereich, da sitze ich noch drauf und sehe aber hier schon, wenn ich mich hier in die Mitte setze, ja gut, da bin ich auch fast bis an den perforierten Rand dran. Ich habe ja auch weniger Platz für meine Füße, also deutlich weniger Platz. Trotzdem, drei Personen meiner Größe passen hier hinten zu dritt rein, es wird allerdings schon recht kuschelig. Aber jetzt hier gerade bei den kalten Temperaturen gar nicht so verkehrt, ne? Ja, die Gurtlänge hier hinten, das ist Standardmaß, ne? Würde durchaus mehr gehen, geht aber nicht. Das ist wirklich so lang, muss es gerade sein. Schade, da hätten sie ruhig noch einen draufsetzen können. Die Fensterheber kommen mit einem Einklemmschutz, der auch sofort greift. Die äußeren Sitze kommen mit Isofix-Halterung hier direkt zwischen den Polstern. Die Gurtpeitschen sind hier versenkt, die kann ich hochholen, dann sind sie auch recht starr, aber auch nicht vollkommen starr. Das könnte man noch anders lösen, dann könnten sich Kinder einfacher selbstständig anschnallen. Hier habe ich eine Taste, um die Fensterheber zu sperren, aber auch gleichzeitig eine Kindersicherung für die hinteren beiden Türen. Auf dem Beifahrersitz haben wir auch Isofix-Halterung. Das finde ich gut. Ja, um im hinteren Bereich einfach mal die Verwandtschaft zu zeigen, öffne ich einmal hier die Klappe vom Kofferraum, der hier beim kurzen deutlich kleiner ist. Und das Prinzip haben sie beim neuen Fahrzeug auch aufgegriffen. Ich habe eine Heckklappe, die sich zur Seite öffnen lässt. Und hier kann ich dann schön den Kofferraum beladen bzw. Sachen entnehmen oder wieder reinstecken. In den Kofferraum vom 2022 Land Rover Defender 110 passen 786 Liter. Gerade mal 297 Liter Kofferraumvolumen bietet hingegen der neue Defender 90. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1875 Liter. Ja, gerne zeige ich euch auch den Kofferraum. Es geht hier ein Stückchen ist gut, ziemlich weit hoch. Man kann das hier so ein Stück weit absenken. Und den Sichtschutz, den kann ich hier abmachen. Das geht relativ einfach. Hier hinten gibt es dann so Knebeldinger. Und dann kann man das Ganze bequem aushängen oder meinetwegen auch ganz aushängen. Dann hier direkt in der Klappe. Erstmal kann ich das öffnen hier noch. Da haben wir das Warndreieck. Das haben sie wirklich pfiffig gemacht. Würde sich auch für andere Hersteller sehr empfehlen, finde ich. Dann hier in der Klappe noch zwei Fächer, unter anderem mit dem Safety Kit. Und hier eine Griffschale. Dann kann ich den Ladeboden, der so ein bisschen aussieht wie Riffelblech, aber aus Kunststoff besteht, anheben. Hier gibt es nochmal ein großes Fach und da dann Wagenheber. Und guckt euch das mal an. Das ist mal ein Abschlepphaken, ne? So soll der aussehen, genau. Hier haben wir ein Schienensystem. Ich kann hier die Zurösen quasi hin und her schieben. So sieht das System aus. Hier vorne drücken und dann kann ich die halt wieder sichern, so wie das da ist. Hier gibt es auch einen 12-Volt-Anschluss. Der Gegenseite natürlich hier das Gleiche. Ich kann den Kofferraum übrigens separat belüften. Hier ist nochmal eine ganze Netztasche. Hier in den oberen Ecken übrigens auch nochmal so ein Gummiband. Fast so aus, als könnte man da Flaschen hinstellen.
Kurze Ablagen gibt es auch noch hier im vorderen Bereich. Auf beiden Seiten habe ich so Taschenhalter. Und hier unten ist dann die Kofferraumbeleuchtung. Gibt es auch auf beiden Seiten entsprechend als LED. Hier den Kameraden kann ich einmal öffnen. Dahinter, das sieht mir aus wie ein Sicherungskasten. Ja, sieht nicht so aus. Ist auch so, ne? Das haben sie also pfiffig gemacht und auch ein bisschen schick. Ja, und das war's dann auch schon. Nehmen wir den Kollegen hier nochmal runter. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter gerade eben so an die Entriegelung der Rücksitzbank. Da fallen schon mal die ersten 40% rechts und dann geht's halt links mit den 60 weiter. Wobei ihr seht selber, das Ganze lässt sich im Verhältnis 40-20-40 umklappen. Und dieses Geriffelte, das zieht sich auch durch zu den umgeklappten Rücksitzbanklehnen, macht einen sehr robusten Eindruck. Im Übrigen hat man die Möglichkeit, hier das Sitzpolster vorzuschieben. Dann kann ich hier die Kopfstütze auch umlegen. Die fällt dann hier direkt rein und somit bekommen wir auch eine ansatzweise ebene Ladefläche. Bei umgeklappter Rücksitzbank habe ich überhaupt kein Problem, hier mein 28 Zoll Rennrad ins Auto zu werfen. Ich hatte erst gedacht, ich könnte es vielleicht auch reinstellen. Das klappt aber nicht ganz. 785 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Damit es einfacher geht, Tasten hattet ihr schon gesehen, kann ich das Heck ein bisschen absenken. Bis zu 168 Kilogramm darf ich aufs Dach schnallen. Das ist mal ein guter Wert. Die Anhängerkupplung, die optionale, hat einen Stützlast von 150 Kilogramm. Auch da ordentlicher Wert, kann man fast ein kleines Motorrad drauf parken. Mit der darf ich dann Hänger ziehen, im Übrigen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Wenn der Anhänger über eine eigene Bremsanlage verfügt, hat er die nicht, dann gilt das normale Zuggewicht von 750 Kilogramm. Hier nochmal, ne, müsst ihr mal dran denken, wenn ihr die Fender fahrt, da hinten sitzt nochmal das Ersatzrad drauf. Und hier sieht man, das ist dieses 22 Zoll Rad, von dem ich ursprünglich sprach, was ohne die Winterbereifung bestimmt kommen würde. Ja, also auch an den anderen Rädern. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Land Rover Discovery 110 D300. Ein 3 Liter Diesel mit 300 PS. Das lässt sich einfach merken. Der Wendekreis liegt übrigens bei 13,1 Meter. Das ist also alles andere als ein zierliches Auto, was ich hier habe. Die 360 Grad Ansicht hilft aber durchaus hier beim Rangieren. Und für das große Auto mit den großen Reifen, wir haben es ja hier nur 20 Zoller drauf, dennoch muss man da ja einiges bewegen, lässt sich hier auch fein rangieren mit einer Hand, alles ganz bequem. Ja, der Lenkanschlag, eine Lenkradumdrehung und ein bisschen mehr als eine Viertel, das heißt mehr als 2,5 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wenn ich jetzt hier auf dieses Rundinstrument drücke, dann kann ich hier wählen zwischen verschiedenen Fahrmodi, Eco, Komfort, Schotter, Schnee und dann noch diversen Offroad-Programmen, Sand, Kriechen, durchs Wasser fahren und das Ganze kann ich auch noch konfigurieren, wenn ich denn möchte. Ich bewege mich jetzt aber erstmal ausschließlich im Komfortfahrprogramm. Ich drehe heute übrigens am 26.12. dieses Video und wir haben knackige minus 5 Grad Außentemperatur. Es ist aber sehr trocken, die Kälte auch, sodass ich hoffe, nicht allzu viele Einschnitte hier beim Fahreindruck machen zu müssen. Schieben wir uns mal in die Startposition und Vollgas. Da bäumt er sich richtig auf, ne? Und erreicht auch die 100 km/h deutlich vor dem 70-Schild. Von 0 auf 100 geht es in stolzen 7 Sekunden. Das finde ich schon recht schnell für dieses Fahrzeug hier. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man übrigens schon bei 191 km/h. Hier in der Unterführung der Autobahn wird es ja ein bisschen dunkler und da seht ihr auch die Schalter auf dem Lenkrad sind hintergrundbeleuchtet. Die paar, die wir hier noch haben, in der Mittelkonsole halt auch und auch an der Seite in der Tür, das ist alles beleuchtet, sodass ich das im Dunkeln gut finden kann.
Ja, der Wendekreis macht es nicht einfach. Ich drehe ja hier eigentlich immer, wenn ich den Fahreindruck in Bielefeld mache, oder drehe vielmehr, und muss selten zurücksetzen, weil eigentlich hier genug Platz ist. Aber bei 13,1 Meter, da weißt du, da setzt du halt auch mal gern zurück, ne? Ja, mir ist gerade eingefallen, ich hätte natürlich eben auch dieses Getriebe nochmal auf Sport setzen können. Platz ist, also probieren wir das Ganze nochmal. Ja, gefühlt ist es aber die gleiche Geschwindigkeit, also viel schneller ist es jetzt auch so nicht. Wahrscheinlich geht es da um Patienten. Die Geschwindigkeit, also die Beschleunigung ist aber durchaus imposant. Das Auto bäumt sich richtig auf, ne? Und gibt einem schon ein gutes Gefühl, wobei man, glaube ich, das gar nicht so oft machen möchte. Schon alleine dem Verbrauch geschuldet. Ja, gekoppelt an den Motor ist eine 8-Gang-Automatik, die während meiner Probefahrt hier, während meiner Testfahrt wirklich sehr unauffällig war. Genauso schätze ich das ja auch. Schaltet ruhig, ist kaum wahrzunehmen in den Schaltvorgängen. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja, jetzt mit 55 hier über, oder knapp 55 über meine Fahrwerkstrecke. Die ersten beiden Dehnfugen nehme ich, spüre ich schon. Jetzt geht es ja in den welligen Bereich der Straße. Da wird eine ganze Menge ausgeglichen. Rechts haben wir teilweise Schlaglochcharakter. Der wird mir dann wieder weitergegeben. Wir haben eine Luftfederung und ich finde die sehr angenehm. Also ich finde das Auto überhaupt vollkommen komfortabel, dass man jetzt hier in einer Geländewagen Ikone Nachfolgergeschichte sitzt, spürt man zumindest vom Fahrkomfort überhaupt nicht. Das Fahrzeug ist sehr angenehm abgestimmt, sehr komfortabel und bietet auch Langstreckenkomfort. Also für mich wäre es ein schöner Wegbegleiter. Der Wagen wiegt übrigens trocken 2400 Kilogramm. Die Automotor Sport hat in ihrem Test anno dazu mal bemängelt, dass die Bremsleistung nicht ganz so toll wäre, haben das aber auch an den Ganzjahres Pirelli Reifen festgemacht. Ich fahre hier Winterreifen tatsächlich auf dem Auto, waren wohl damals noch nicht verfügbar, ich weiß es nicht genau. Und kann mich hier nicht beklagen, dass das Fahrzeug irgendwie sich schlecht an der Bremse anfühlt. Wobei die Kollegen natürlich ganz andere Testszenarien fahren. Ich erzähle ja immer nur so ein bisschen aus dem Alltag. Ich finde, dass die Scheibenbremsen rundherum ums Fahrzeug hier gut abgestimmt sind. Auch der Druckpunkt an der Bremse ist sehr angenehm. Ich kann schön fein dosieren die Bremse, muss aber dazu gestehen, ich hatte jetzt während meiner Testfahrt keine kritische Situation, wo ich die Bremse mal wirklich gebraucht hätte. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, ab geht's auf die Autobahn. Ich würde ein bisschen ganz gerne beschleunigen hier durch die Kurve, aber schon allein das bisschen Fahrt aufnehmen zeigt mir schon, ich habe im oberen Bereich der Sitze einen Hauch von Seitenhalt, aber überzeugend ist das nicht. Im unteren Bereich so gut wie gar kein Seitenhalt. So, jetzt kann ich hier im Sportfahrprogramm nochmal richtig aufs Gaspedal drücken, beschleunige einmal hoch, wie weit ich komme. Soll euch so ein bisschen Gefühl dafür geben, wie es mit der Geschwindigkeitsentfaltung bei dem Fahrzeug aussieht. Und so wie ich das sehe, rein vom Verkehr her zumindest, könnten wir sogar die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Zumindest laut Tacho hiermit schon geschehen, denn die liegt ja schon bei 191 km/h. Hier schon jenseits der 200 und bremse aber wieder runter. Ich will ehrlich sein, das war das erste Mal, dass ich mit dem Wagen so schnell gefahren bin, denn er drängt sich nicht gerade als schnell fahrendes Fahrzeug auf. Angenehm in der Tat, so blöd sich das anhört, Geschwindigkeit so um die 120 km/h. Vielleicht geschuldet der Sitzposition, also die psychologisch bei mir halt auslöst, Mensch, so schnell muss ich ja gar nicht fahren. Ja, 100 km/h jetzt mit dem Tempomat gesetzt, da dreht der Wagen bei 1800 Umdrehungen. In der Tat höre ich jetzt schon leichte Windgeräusche, es ist einfach so. 120 dann bei 1700 Umdrehungen, ein bisschen lauter sind die Windgeräusche geworden, es ist aber immer noch ein ruhiges Dahingleiten. 140 dann bei nicht ganz 2000 Umdrehungen, die Windgeräusche
noch mal lauter geworden. Das ganze Auto, das restliche Auto ist aber wirklich ruhig. Auch so Fahrgeräusche, finde ich, sind gar nicht mehr so wirklich da, sondern es ist schon eher der Wind, der auf der Scheibe steht. Bei 140 fühle ich mich aber immer noch nicht genötigt, meine Stimme zu heben. 160 jetzt bei 2250 Umdrehungen pro Minute. Jetzt ist genau diese Schwelle geknackt. Jetzt hebe ich meine Stimme und auch schon so stark, dass ich mich nicht unbedingt mit jemandem unterhalten möchte, längerfristig bei der Geschwindigkeit. Übrigens, die Lenkung verhärtet sich schon so leicht. Ist jetzt also nicht nervös bei den Geschwindigkeiten. Und auch das Fahrwerk macht das locker mit. Ja, und um das vollständig zu machen, das sind jetzt 180, ist es nochmal ein bisschen lauter geworden. Drehen jetzt bei 2500 Umdrehungen pro Minute. Und alleine, wenn ich alleine fahren würde, wäre das immer noch okay von der Geschwindigkeit. Wobei ich ja eben schon eingangs sagte, ich bin tatsächlich, ohne darauf zu achten, mit dem Auto eher zwischen 120 und 140 unterwegs gewesen. Bin jetzt aber auch nicht wirklich Langstrecke gefahren. 8,05 Kilogramm pro PS, so das Leistungsgewicht, setzt sich zusammen aus dem Leergewicht von 2400 Kilogramm und den 300 PS Leistung halt. Ja, ich sag ja immer, ne, 5 Kilogramm sportliches Auto, 10 Kilogramm Familienkutsche, da ist er eher in Richtung Familienkutsche unterwegs, finde ich aber vollkommen in Ordnung. Und wirklich auch diese 7 Sekunden oder dieser Spurt von 0 auf 100, da hat man schon das Gefühl, der ist ganz schön flott unterwegs. Aber, und das jetzt hier auch noch mal im Doppelkreisel, den ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen vorsichtiger mal angehen werde. Du thronst ja hier, ne? Du sitzt wirklich hoch. Ich habe gelesen, die Sitzposition ist so hoch wie in der V-Klasse. Es kommt mir durchaus noch höher vor. Ich würde fast sagen, wie bei mir im Chevy, aber dann haben die beiden nebeneinander gestanden und dann hast du gesehen, der Chevy, da sitzt du noch höher drin. Aber allein durch diese hohe Sitzposition bist du überhaupt nicht verleitet, hier irgendwie Sport zu fahren mit dem riesigen Auto, und auch die Lenkung ist alles andere als direkt. Schwammig ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ formuliert, aber was sagt man denn, gutmütig? Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also du hast hier Lenkwege, die halt nicht besonders schnell das umsetzen, was du dir eigentlich erhoffst. Und auch das bremst dann den Sportdrang, genauso wie das Fahrwerk, die Luftfederung, die in Kurven auch gerne mal dafür sorgt, dass du eine gewisse Neigung hast hier im Auto. Wenn es nicht real ist, dann zumindest gefühlt. Und somit, ja, ist ein Geländewagen. Punkt, ne? Kein Sportauto. Ach was, alles irgendwo. Gut, dass Jan das erzählt hat jetzt hier, ne? Das Fahrzeug kommt mit einer WLTP-Verbrauchsangabe von 9,1 Liter Diesel. Ich habe jetzt hier einen Verbrauch über 1000 Kilometer von 10,4. Ich stehe aber, dass ich die ersten 400 Kilometer nicht selbst gefahren bin. Ich habe das Auto übernommen mit einem Verbrauch von 11,5. Den Durchschnittsverbrauch also ordentlich runtergefahren. Und wenn man jetzt mal eben im Kopf den Dreisatz bemühen würde, wollen würde, dann egal. Pi mal Daumen überschlagen, ist relativ klar, dass ich das Auto unter 10 Litern gefahren bin. Wie gesagt, keine Langstrecke, also auch keine längeren Autobahnpassagen dabei. Keine Schnellfahrerei, sondern eher Landstraße, ein bisschen gemütlicher. Und wenn man so fährt, dann kommt man locker mit unter 10 Litern aus. Was mir durchaus bei der Größe des Fahrzeugs und der Motorisierung imponiert. Ja, apropos Motorisierung. Ich persönlich, wenn ich Interesse an dem Fahrzeug hätte, würde, glaube ich, auch mit einem der kleineren Motoren vollkommen klarkommen, weil du hier eh nicht der Sprinter bist und sein willst und sein wirst. Sicher, ich habe jetzt auch nicht gemerkt, wie das ist mit dem Anhängerbetrieb. Da wird der 6-Zylinder-Diesel wahrscheinlich eine ganz gute Figur machen. Aber jetzt hier für das Normale, für den normalen Alltag, scheint er mir fast ein bisschen überdimensioniert. Läuft aber sehr schön seidenweich. Und für Leute, die das einfach erfreut, ist es natürlich auch ein toller Motor. Ohne Zweifel. Ja,
Ja, kommen wir zu den Assistenzsystemen. Fangen mit dem Totwinkelwarner an. Ich werde hier gewarnt und zwar schon 3-4 Fahrzeuglängen, bevor sich der Golf überhaupt auf die Höhe meines Hecks geschoben hat. Der Totwinkelwarner funktioniert genauso, wie man sich das wünscht. Wir haben adaptiven Tempomaten. Der funktioniert mit Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h und der ist dann auch gekoppelt an einen Spurverlassensassistenten. Ich lenke hier mal aus der Spur heraus und dann merkt man auch gleich, okay, da fängt er mich wieder ein. Jetzt warnt er mich auch nach dem zweiten Mal eingefangen, lenkt aber hier in der Einstellung nicht komplett mit, sondern verhindert lediglich, dass ich die Spur verlasse. Den Tempomaten habe ich jetzt mal auf 136 km/h gesetzt, fahre jetzt auf einen PKW auf mit Anhänger, der deutlich langsamer unterwegs ist. Das System bremst mich runter, jetzt setze ich den Blinker und das Fahrzeug nimmt dann auch gleich wieder Fahrt auf. Ich muss also nicht erst den Radarschatten verlassen des Fahrzeugs vor mir, sondern quasi der Spurwechsel, der eingeleitete, sorgt dann auch dafür, dass der adaptive Tempomat selbstständig wieder Fahrt aufnimmt. Dazu kommt das Fahrzeug auch noch mit einer Verkehrszeichenerkennung, die während meiner Testfahrten weitestgehend alle Tempolimits erkannt hat. Ich glaube, lediglich einmal gab es ein Problem mit einem Ortseingangsschild, was bei den Wetterverhältnissen natürlich aber auch extrem schwierig ist, weil die ja mittlerweile gerade in dörflichen Regionen gerne mal total zugeschmockt sind und somit dann schwieriger als solches, als als Ortseingangsschild zu erkennen ist. Sonst hat die aber gut funktioniert hier, die Verkehrszeichenerkennung. Somit sind auch alle vier Assistenzsysteme, die ich mir immer wünsche, mit an Bord, funktionieren auch ordentlich. Lediglich beim Spurhalteassistenten würde ich mir bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse wünschen, dass ich noch die Option hätte zu sagen, bitte lenk stetig und konsequent mit. Ja, Kinder, das war's. Das war unsere Videokaufberatung zum neuen Land Rover Defender. Er mag nicht der alte sein, muss er ja auch gar nicht. Es ist ja eine Neuinterpretation. Ich finde, sie haben ihn sehr schön interpretiert. Klar, es ist nicht mehr das Unkaputtbare. Du kannst ihn überall auf der Welt reparieren. Ne, Fossil, was ihr da rechts seht, sondern es ist eine sehr neu interpretierte Version des Fahrzeugs. Mir gefällt er trotzdem gut. Nimmt man mal den Namen Defender außen vor, dann ist es auf jeden Fall ein hochkomfortables, sehr großzügiges, geschnittenes und sympathisches SUV. Oder auch Geländewagen halt, je nachdem, wie man möchte. Ich denke, er wird genauso seine Anhängerschaft finden. Er wird vielleicht nie den Kultstatus erreichen vom alten Defender, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Auto, mit dem man bequem von A nach B kommt, jede Menge Sachen transportieren und ziehen kann. Und dafür ist er, glaube ich, auch gedacht. Ja, jetzt lasst es in den Kommentaren Kritik regnen. Ne? Ich weiß ja, der alte Defender hat eine große Fanbase. Wie seht ihr das? Kann man die überhaupt vergleichen? Durfte Land Rover den Defender Defender nennen? Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. An dieser Stelle verabschiede ich mich wie immer und sage Tschüss, bis dann, euer Jan. Und bleibt gesund da draußen.